Ach Leute, ist jetzt wieder heute Show-Aufzeichnung oder was? Können wir es nicht morgen machen? Nee, muss heute sein, ne? Wegen heute Show. Ja, das sind die Witze, wenn ich nichts vorbereite. Ich habe gar nichts jetzt. Ja, aber können wir gerne machen. Können mich begleiten? Ich muss noch zur Uni-Bibliothek. Ich habe da vergessen, ein Buch wegzubringen. Also, seit 8 Jahren. Die haben die Mahnung immer an die falsche Adresse geschickt. Jetzt muss ich 1.300 Euro Mahngebühren zahlen, aber mache ich gerne. Ich mag ja Wissenschaft. Also dicke Bücher, dicke Brillen, dicke Erkenntnisse. Whoop, whoop. I like big books and I can't deny. Wer liebt sie nicht? Viele, sogar sehr viele. Viele hassen Wissenschaft geradezu. Es gibt ja Leute, die glauben, dass die Erde eine Scheibe ist. Und dann gibt es Leute, die glauben, dass es Demokratie ist, wenn auch solche Meinungen gehört werden müssen. Das ist ein großes Missverständnis. Jeder Mensch ist gleich viel wert. Ja, aber nicht jede Meinung. Ich meine, sag, was du willst, aber niemand ist verpflichtet, dir zuzuhören. Gott sei Dank. Wenn Saskia sagt, ihr solltet alle einen Quarzstein an eure Nase reiben, das hilft gegen Krebs, will ich vor allem wissen, was hilft gegen Saskia? WissenschaftlerInnen. Die haben bei mir einen Vertrauensvorschuss, weil sie nichts anderes machen, als sehr viel rumzudenken, um was rauszufinden. Für jedes Mal, dass ich einen Schluck aus einem Bierglas genommen habe, hat Christian Drosten in ein Mikroskop geguckt. Wow, das ist wirklich oft. Wie sehr kann man Bier hassen? Offenbar hatte der richtig Bock auf Erkenntnis. Da habe ich Respekt vor. Und ich muss die nicht mal kritisieren, weil die das selber machen. Wissenschaft ist wie ein selbstreinigender Backofen. Hinter jeder wissenschaftlichen Arbeit steht quasi immer, ich könnte mich aber auch irren. Das ist übrigens etwas, das du nie hören wirst von einem Verschwörungstheoretiker. Ey Leute, Leute, warte mal, ich habe was rausgefunden. Angela Merkel ist ein Reptiloid. Also kann auch sein, dass ich mich irre. Also prüf es lieber noch mal nach. Ich hatte einen harten Tag und ich habe gerade ein Auto ohne Maske lackiert. Also kann auch wegen der Dämpfe sein. Verschwörungsquatsch ist nur die Spitze des Problems. Wenn wir jeder Meinung, egal wie unsinnig sie ist, Gehör schenken, wird auf einmal alles verhandelbar. Das zerlegt eine Gesellschaft. In einer Demokratie müssen wir nicht alle die gleiche Position haben, aber wir müssen auf dem gleichen Boden stehen. Also wir müssen uns eine Grundrealität teilen. Demokratie ist ja Streiten über die Frage, wie wollen wir leben? Und wenn Mareike sagt, ich glaube nicht, dass es Schwerkraft gibt, wie soll man dann darüber diskutieren, was die beste Lösung ist in der Gesundheitspolitik, Umwelt, Verkehr? Mareike wird dann immer sagen, Seile. Ja klar, damit wir nicht wegfliegen. Bullshit hält uns nicht nur auf, weil man die eigentlichen Themen nicht besprechen kann. Er sorgt auch dafür, dass Leute desorientiert sind. Wer seinen Unsinn 100-mal sagt, hat immer noch nicht recht, aber man bekommt recht. In ganz normale Diskussionen schleicht sich auf einmal Bullshit. Beispielsweise bei der Klimakrise. Bei dem Wort Klimakrise sind jetzt ein paar Leute ausgestiegen, ne? Okay, klären wir. Also ihr denkt, Klimakrise klingt dramatisch, ne? Und ich finde es angemessen. Die unabhängige Wissenschaftsstiftung Leopoldina sagt, das Handeln der Menschheit destabilisiert das Erdsystem auf eine Weise, welche die Existenz der heutigen und kommenden Generationen sowie die Vielfalt des Lebens auf der Erde bedroht. Das ist schon amtlich. Klimawandel, das klingt so nett. Ist nicht alles im Wandel? Dann können wir auch einen Waldbrand einen Temperaturwandel nennen. Also kurz bevor der komplette Wald abgebrannt ist, würde ich gerne von einer Waldbrandkatastrophe sprechen, denn bisher hat niemand gelöscht. Und es gibt ja nach wie vor einige, die sagen, es gibt keinen menschengemachten Klimawandel. Ich finde, wenn über 90% aller WissenschaftlerInnen das seit Jahrzehnten sagen, dann ist das so. Also du findest bei jedem Thema ja ein paar Prozent, die anderer Meinung sind. Geh mal in eine Kneipe und frag, wer von euch glaubt, dass Sonnencreme gar nicht wirkt? Da findest du immer einen, der sagt, Sonnencreme ist eine Erfindung der Sonnenindustrie. Okay. Wenn jemand von den, ich sag mal, 3% Klimakrisenverharmlosern eingeladen wird in eine Talkshow und eine andere Person für die 97% steht, die die Realität anerkennen, wirkt es für alle, die vor dem Fernseher sitzen, wie, ja, kann man so sehen, kann man auch so sehen, keine Ahnung. Dann haben alle gewonnen, die gerne Kohle verbrennen. Es entsteht ein falsches Gleichgewicht und das ist jetzt nicht einfach nur ein beliebiges Beispiel, das passiert. Es gibt eine Studie, die 100.000 Zeitungsartikel untersucht hat und festgestellt hat,
Über eine Klimaleugnerin wird statistisch gesehen mehr berichtet als über eine seriöse Wissenschaftlerin. Fake News verbreiten sich in den sozialen Medien 6-mal schneller als richtige Nachrichten. Die Eintrittskarte ins Crazyland ist immer die Frage, aber was kannst du mit Sicherheit wissen? Und die Antwort ist ehrlicherweise nichts. Aber ich vertraue manchen Leuten, dass sie etwas wissen. Und es gibt bei manchen Sachen eine große Wahrscheinlichkeit, dass etwas stimmt und bei manchen weniger. Und bei manchen Sachen weiß ich es einfach nicht. Wie zum Beispiel, warum gab es so unfassbar viele Bubble-Tea-Läden und dann plötzlich nicht mehr? Ich glaube, gegen Desinformation hilft nur massive Aufklärung seriöser Medien. Irgendein Hegel wird sie doch finden. Das zweite Problem für Wissenschaft heißt Anja. Anja Karliczek. Das ist die Bildungsministerin. Und ich sag mal so, wenn Andi Scheuer und Anja Karliczek sich darum streiten würden, wer die goldene Wurst für die schlechteste Politik bekommt, ich wüsste nicht, wer gewinnt. Das Bildungsministerium hat vor ein paar Monaten ein Video veröffentlicht, in dem eine gut gelaunte Comicfrau sagt, ich bin Hanna und ich erzähle euch, warum eine Wissenschaftskarriere in Deutschland geiler ist als eine Wasserrutsche. Also das war zumindest die Grundaussage. Und unter dem Hashtag Ich bin Hanna haben dann viele Menschen aus dem Wissenschaftsbetrieb geschrieben, wie beschissen ihre Situation ist. Wenn man an der Uni Karriere machen will, muss man innerhalb von 12 Jahren entweder Professorin oder Professor werden oder man hat verloren. Nach 12 Jahren ist dann Schluss. Und innerhalb dieser 12 Jahre kämpfst du dich von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Du musst umziehen, von Hamburg nach Ingolstadt. Du ziehst also wirklich für 2 Jahre nach Ingolstadt, arbeitest hart, nur damit du dann nach 2 Jahren vielleicht einen neuen Vertrag bekommst. Der ist dann aber in Speyer und so weiter. Nur um dann nach 12 Jahren Selbstaufopferung zu hören, ciao. Und dann bist du raus aus der Uni und hast keine Arbeit mehr, aber fährst jetzt als der gebildetste Taxifahrer in Speyer durch das Land der Dichter und Denker. Der Irrglaube ist, wenn es nur mehr Druck gibt, arbeiten Menschen mehr und besser. Hey, Anja Karliczek! Es geht um Menschen, deren Job Denken ist. Das fällt jetzt Anja Karliczek erstmal schwer, sich da reinzufühlen. Aber kleiner Tipp, niemand denkt besser, wenn er Angst hat. Und wenn wir das alles mal ignorieren und sagen, die Uni soll ein Unternehmen sein, warum wird sie dann geführt wie das schlechteste Unternehmen der Welt? Also ich meine, kein Konzern würde 12 Jahre in die Ausbildung einer Mitarbeiterin stecken, um dann zu sagen, wir entlassen sie, weil sie nicht der Chef geworden sind. Und wer kann sich leisten, sein komplettes Leben auf die Uni einzustellen mit vielen Umzügen und Phasen von Arbeitslosigkeit? Reiche. Oder Kinder von reichen Eltern. Bildung wird Luxus und das ist wieder kontraproduktiv, weil man nicht eine Auswahl unter allen schlauen Köpfen trifft, sondern unter allen reichen Köpfen. Dichter und Denker werden in Deutschland immer dann von Konservativen verehrt, wenn sie tot sind. Tote kosten kein Geld. Also eigentlich habe ich das Buch nicht vergessen. Ich wollte mit den 1.300 € Mahngebühren einfach der Wissenschaft ein bisschen unter die Arme greifen. So muss man es doch sehen. Und ich hoffe, dass sie da wenigstens mal ein Bücherregal nach mir benennen oder so. Ich meine, ich wäre vorbereitet. Ja, Leute. Also ich meine, wenn die Uni ein Unternehmen ist, dann kaufe ich mich da gerne ein. Aber da muss auch ein bisschen was zurückkommen. Und ich denke mir immer, so ein Ehrendoktor ist doch wohl nicht zu viel verlangt. Leute, ich weiß, bei Bildung denken immer viele, bafui, viel mit Buchstaben, super langweilig. Wir machen euch davon heute schon ein ganz niedrigschwelliges Angebot. Einfach den Kanal abonnieren. Das ist lustig und informativ. Das Bällebad für euren Kopf. Das Furzkissen für die Augen. Einfach diese Videos hier angucken und dann abonnieren. Danke.